Nach meiner einstündigen Folge von letzter Woche wird es dieses Mal wieder ein bisschen kürzer. Ich will euch so ein bisschen ein paar Eindrücke geben von meinem Besuch auf der Intermod. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es um meinen Besuch auf der Intermod 2022 gehen. Nur damit jetzt kein falscher Eindruck aufkommt, ich bin nicht mit dem Motorrad dahin unterwegs. Intermod stand ja schon ziemlich lange auf meiner Wunschliste. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Aber wie üblich musste ich leider vorstellen, ich bin so überhaupt nicht der Typ für solche Messen. Nichtsdestotrotz wollte ich unbedingt hin, hat sich auch gelohnt in dem Sinne. Allerdings, weiß nicht, ich bin nicht so der typische Messebesucher. Nichtsdestotrotz soll es dann gleich mal ein paar Eindrücke geben. Vorab, wie gesagt, so echt schöne Messe auch. Noch recht überschaubar, finde ich. Es waren jetzt 3 Hallen dort. Das kann man gut mal durchgucken. Da kommt man auf jeden Fall auch überall mal locker hin und kann sich das alles in Ruhe angucken. Außenbereiche waren auch geöffnet. Wetter hat ja super mitgespielt. Das heißt, es gab sogar Probefahrten draußen und wenn ich das richtig gelesen habe, sogar Probefahrtenmöglichkeiten für Leute, die keinen Führerschein hatten. Also war ja ein abgesperrtes Gelände. Ich habe jetzt gestern nichts mit Probefahrten gemacht, also ich finde es ja schon immer unspannend, sage ich mal, draußen eine halbe Stunde nur fahren zu können, aber dafür ein paar Minuten dann auf so einem Parcours war mir dann nichts, aber trotzdem, es haben, glaube ich, ziemlich viele Leute ziemlich viel Spaß dran gehabt, also schöne Sache. Stuntshow gab es natürlich außen, im Außenbereich auch wieder mit Höllenspektakel sozusagen. Auch nett anzugucken. Ja, ansonsten natürlich zahllose Motorräder, sowohl die ganzen Neuvorstellungen, neue Modelle, als auch hinten so eine Ausstellung, Umbauten, Customizing in Extremsform. Also auf jeden Fall sehr viel fürs Auge. Ich hatte auch so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, mal ein paar Leute in echt zu treffen. Hier unser Weltwärts heißt es ja mittlerweile. Der Joshua war auch da auf dem Stand von Enduristan. Jens Kuck habe ich endlich mal getroffen. Ich kam mir schon fast vor wie ein Stalker, weil ich ihm da immer mal wieder hinterher gedackelt bin und dachte, ich erwische ihn irgendwann mal endlich ohne ein eigenes Mikrofon vor der Nase. Hat ein bisschen gedauert, aber dann konnte ich mich mit ihm auch mal ganz nett unterhalten. Und der Elch von den Einarm- und Einbeinhelden war auch da. Der hat zusammen mit dem Willi Köpken zusammen jeden Tag um 12, glaube ich, findet das statt, einen Vortrag gehalten. Über halt Motorradfahren mit Behinderung. Die waren ja, glaube ich, 2020 mal hier in der Rhön. Da bin ich ja mal mit denen gefahren, eine Tour. Auch interessant, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn ich das nicht so richtig ausbeuten kann immer, aber egal. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht irgendein spezielles Programm gemacht. Hier einfach mal nur so ein paar Zusammenschnipsel von so meinen Gedanken, die ich so hatte, wenn ich mir die einzelnen Modelle angucke. Vielleicht nützt dem einen oder anderen von euch ja noch was, der es jetzt da am Samstag noch sieht und sich dann vielleicht noch überlegen kann, oh, da gucke ich morgen am Sonntag, am letzten Tag noch schnell mal vorbei und gucke mir das auch mal in echt an. Wie gesagt, jetzt einfach mal so ein paar Eindrücke von mir. Also ich muss ja gestehen, hier bei Carver ist mein einziges Begehren so wirklich die Z900 RS nach wie vor. Das ist ja so für mich immer noch der einzige Vierzylinder, für den ich überlegen würde, da wirklich mal das auszuprobieren, ob ich mich dann doch dran gewöhnen könnte. Oh, ich stehe einfach auf die Optik. Die kleine davon, die 650er, hatte ich ja auch schon mal probiert. Allerdings da immer nur die gedrosselte Version. Von daher,
keine Ahnung, ob ich wirklich damit zurechtkommen würde, wenn ich mal die offene fahre. Also Keyway hatte ich ja so gar nicht auf dem Schirm, kannte ich vorher gar nicht, aber wenn ich hier so gucke, die können auch ganz schöne Sachen hinstellen, muss ich sagen. Also hier macht Mods was her, Zahnriemen hinten, V2 und das bei 300 Kubik. Also dafür steht das Ding ganz schön protzig da, muss ich sagen. Noch lustiger fand ich es hier vorne. Ja. Da würde ich sagen, an was erinnert mich dieses Teil nur? Aber wenn es doch läuft, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ja? Hier musste ich ja mal feststellen, dass ich bei Benelli ja ganz schön was verpasst habe. Leoncini 800er sieht auch gar nicht übel aus. Und auch hier eine TRK 800. Die habe ich zumindest schon mal gesehen. Habe ich aber dieses Jahr auch irgendwie noch verpasst. Mal gucken, ob ich da nicht mal zu einer Probefahrt komme. Mein heimlicher Favorit hier am Stand von Benelli ist allerdings das kleine Pönökel hier. Oh, TNT 125. Nach meiner Chrom-Probefahrt vom Tonic seiner Chrom ist das ja auch so ein, kleines Begehren, so ein kleines Hüpfgerät auch mal zu haben. Mal schauen. So, Zero DSR X sieht gar nicht übel aus, muss ich sagen. Allerdings hätte ich da immer noch Bedenken. Ja, zum einen natürlich Reichweite, 290 Kilometer ist er, glaube ich, angegeben in der Standardversion. Und zum anderen Gewicht, wobei da muss ich sagen, da ist jetzt wieder, da rächt es sich, dass ich mich immer nicht für die technischen Daten interessiere. 250 Kilo wiegt die hier sozusagen in leer, wie auch immer. Ich meine, die gibt es ja nicht in vollgetankt, aber ist meines Erachtens nach auch nicht so viel mehr wie eine GS, oder? Also von daher gar nicht übel, aber wie gesagt, das Reichweitenthema ist da ja immer wieder die Geschichte. Und beim Motorradfahren kommt es ja dann doch eher darauf an, dass man, oder da ist es ja eher so, dass man irgendwo langfahren will, wo man herkommen will und nicht, wo Ladestationen sind. Von daher, aber optisch, wie gesagt, gar nicht übel. Hey, Zünder, gute alte Zeit sozusagen. Aber was mich ja wirklich fasziniert hat hier, ist, dass die auch so groß dabei sind. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Hier 530 ist schon mal ein bisschen eine Hausnummer und sieht auch gar nicht so übel aus. Also elektrisch ist ja schon einiges am Start mittlerweile und rein optisch müssen sie sich auf jeden Fall nicht verstecken. Das sieht schon alles ganz ordentlich in Ordnung aus, vor allen Dingen hier recht wuchtig, finde ich. Na, wundert mich hier, dass sie wirklich auch noch mit Kette hergehen. Und wie gut die das aushält bei, ich glaube, 250 Newtonmeter stand irgendwas auf dem Schild drauf. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Da geht schon ein bisschen was ab, denke ich mal. Das ist natürlich auch meine Version. Auch wieder elektrisch, aber hier, ne? Da kann man trotzdem mal richtig einen raushängen lassen. Also das ist ja hier immer noch mein Favorit hier von der Indomot dieses Jahr. Zugegebenermaßen nicht was für jedermann. Komplett Carbon ist natürlich grenzenlos teuer, dieses Teil. Da finde ich es lustig, wenn sie da noch mal eine normale Version, sage ich mal, mit einem Alu oder keine Ahnung was Rahmen machen würden. Und sich ein Normalsterblicher sich das auch noch mal leisten kann. Aber rein von der Optik her finde ich die echt ein Knaller, muss ich sagen. Und so ein Ding würde ich auch mal rumrennen. Ganz zu schweigen natürlich von der VR6 von Horex. Aber das ist auch so ein Teil, an das werde ich wohl nie rankommen. Steht auch schon seit einer Ewigkeit auf meiner Liste, aber ja, da wüsste ich dann nicht mal, wo überhaupt ein Händler ist oder irgendwas, aber ist bestimmt auch ganz geschmeidig, das Teil. Ja, und hier haben wir ja nochmal einen Kandidaten, auf den bin ich ja auch scharf. Da besteht ja so ein bisschen Hoffnung vielleicht, dass ich da mal zu einer Probefahrt komme. Keine Ahnung, wie sehr die limitiert sind, aber das wäre auf jeden Fall was ich gerne mal ausprobieren würde. Was sich hier so ein bisschen abzeichnet, ist, dass so die Hersteller aus dem asiatischen Bereich echt drauf haben,
so kleinvolumige Motorräder echt ordentlich aussehen zu lassen. Also hier Royal Enfield hat er jetzt hier diese 350er da rausgelassen. Ich finde, die sehen alle echt geschmeidig aus. So, in meinem 100.000 Kilometer Video habe ich ja mal erzählt von einem möglichen Nachfolger, den ich so im Auge habe, der angekündigt wird. Und jetzt steht er endlich hier. Und ich hatte allerdings auch gesagt, ich hatte es mir ein bisschen anders erhofft. Ich hatte nämlich gehofft, dass sie hier den Zweizylinder von der Africa Twin sozusagen abkriegt. Stattdessen hat sie jetzt einen extra entwickelten neuen 750 Kubik Zweizylinder gekriegt und ist auch etwas schmäler ausgefallen. Natürlich, ja, ich hätte ja gerne endlich mal eine Einarmschwinge hinten. Aber nichtsdestotrotz, trotz der Einschränkungen, finde ich sie immer noch recht interessant. Und ich bin schon mächtig gespannt auf nächstes Jahr, wenn ich hoffentlich mal zu einer Probefahrt mit dem Ding komme. Also hier die Rocket 3, die steht ja auch schon seit einer Ewigkeit auf meiner Probefahrten-Wunschliste. Dieses Jahr beim SW Motec Open House hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass ich sie mal in die Finger kriege, aber nichts da. Vielleicht irgendwann klappt es dann doch nochmal. Das Ding finde ich auch echt brachial. Ridelink ist natürlich auch auf der Intermod vertreten und wir sehen schon, Stefan ist auf jeden Fall gut drauf. Das heißt, läuft. Läuft? Läuft? Ja, wir freuen uns sehr. Also erstmal, ich freue mich, dich persönlich wieder zu sehen hier, auch auf der Messe. Wir sind ganz, ganz happy. Die Fach- und Pressetage haben uns sehr viel Spaß gemacht. War auch gestern Abend ein bisschen länger und anstrengender. Das gehört auch dazu. Und heute haben wir ganz viele alte Kunden wieder getroffen, ganz viele neue Kunden kennengelernt und auch sowas wie Fahrlehrer mal kennengelernt. Und die finden das auch ganz spannend, unser Teil. Okay. Und im Moment seid ihr auch sozusagen zu Hause ziemlich fleißig, was die Updates angeht von der Software. Ja. Ne, viele neue Features. Ja. Und jetzt steht alles, wenn ihr hier auf der Messe seid. Ach. Nein. Unser großer Plan ist zum 1. März, also wenn die Saison irgendwie für die meisten Fahrer losgeht, fertig zu sein, dass wir sagen Version 2.0. Wir hatten ja Version 1.0 jetzt mal gemacht. Wir wollen Version 2.0 im März haben. Und da soll alles so sein, dass es rund ist, dass jede Funktion, die wir uns mal gewünscht haben, drin ist. Und wir wollen eigentlich so in 1-2 Wochen so ein kleines Live-Event machen, so mit so einer Kamera und so, und euch fragen, ob das, was wir jetzt angehen, auch sinnvoll ist für den 1. März. Also nicht, dass sich der Stefan jetzt wieder irgendwas ausdenkt und dann ist es totaler Quatsch, sondern dass ihr uns sagt, okay, ich habe verstanden, das wollt ihr machen, das finden wir gut, das finden wir schlecht. Auf jeden Fall die, wie heißt es, Journey? Journey, ja. Journey, genau. Sieht ja schon mal sehr gut aus. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ich finde es auch gut. Ich habe dir ja schon eine ganze Latte an Feature-Wünschen sozusagen mit rübergegeben. Dann muss ich mich sozusagen noch mal mit 10 Mann in diesen Live-Call reinschleichen, damit alle für meine Feature-Wünsche voten sozusagen. Ja, das würde ich jetzt nicht so. Also wir wissen ja, es gibt so ein paar Sachen, wo wir wissen, dass es klemmt. Wir werden ja diesen neuen Setup-Prozess jetzt komplett in der App durchsetzen. Dann packen wir auf alle Fälle die Navigation an, damit die zumindest sehr solide ist. Und wenn wir das geschafft haben, dann sollen die Tribes und die Journeys sich so ein bisschen verbinden. Also, dass du Gruppen bilden kannst und die Gruppen dann in den Journey packen kannst, die Gruppen in eine Gruppennavigation packen kannst, dass es ein bisschen geschlossener ist. Dann wollen wir diese Ride-Statistics noch ein bisschen aufbeefen, dass da einfach mehr kommt, dass du die teilen kannst, damit du auch dieses kleine Video, dieses Ablaufvideo teilen kannst, dass man da vielleicht noch Bilder hinzufügen kann. Das ist so, weißt du, so vom Anfang der Fahrt bis zum Ende, also vom Verabreden über die Navigation, über das Teilen des Rides, dass das einfach so ein runder Durchfluss ist. Und das wollen wir hinbekommen, da haben wir super viele Ideen. Wir wollen den Wink noch ein bisschen winken und das wird eigentlich ganz geil. Und deine Entwickler sind alles auch Motorradfahrer, ne? Ha, fast alle. Den Marcin müssen wir noch überreden, das ist unser Android-Developer. Ich wollte sagen, müssen wir uns jetzt schlechtes Wetter wünschen, damit die im Winter über mehr Zeit haben zum Programmieren. Geht hoffentlich sehen. Nee, wir müssen dem Freddy nur Urlaub verbieten, das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Das geht nicht, ne? Urlaub ist nix. Oder nee. sag was, trau dich. Nee, also die Berge rufen auch im Winter. mit Schneeketten drauf oder so? Ja, oder mit Brettern unter den Füßen. Mit Brettern unter den Füßen. Na gut, ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass das alles so weit hinhaut.
Ja, vielen Dank. Ich habe ja meinen Tribe auch schon angemeldet in dieser Voranmeldungsliste. Können alle noch machen. Es gibt im News-Bereich auf der Webseite eine News, da kann man sich anmelden für den Tribe. Und dann schauen wir mal, wie das wird nächstes Jahr. Dann noch toi, toi, toi für die restlichen Tage hier. Viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Unter anderem vielleicht mal wieder in der Rhön deiner Reifen. Wir fahren mit der Rhön mit der kleinen Dicken hier, ja, weil die haben wir nämlich bekommen vom BMW-Händler, damit wir unsere Technik besser zeigen können. Ideal. Und die ist jetzt auch wieder blau-weiß geworden, wie die alte auch. Und ja, gerne. Alles klar, dann vielleicht kommt jemand, der besser fährt. Vielleicht fährst du diesmal. Dann hänge ich nicht so hinterher bei ihm und dann verschwinde ich nicht immer so im... Müssen wir das nächste Mal mit Gummizug hinten dran machen. Okay. Tschüss. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein. Kurz und schmerzlos, hoffe ich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Tja, und mir bleibt damit wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.